Verzeihen Sie, Mr. Seymour. Sie sind anscheinend ein netter Mann. Aber Sie sind ein furchtbarer Lügner. Ich bitte ebenfalls um Verzeihung, kleine Lady. Aber ich bin ein fantastischer Lügner. Wir sollen einen Mann beschatten, der vermutlich gewalttätig ist und das in unserem Polizeiwagen? Verzeihung, die Damen. Würden Sie mal bitte kurz aussteigen? Das wird ein Verkaufsschlager. Das spüre ich in meinen Kischkas. In Ihren was? Dann bitte sagen Sie es mir, mein Kind. Wieso sollte ich wohl meine Fabrik niederbrennen? Wie läuft das Geschäft, Mr. Sim? Fragen Sie nicht. Mit Milch und Zucker? Vielen Dank. Na, ist das ein Pone? Sie wissen doch, was ein Pone ist. Ja, Sir, danke. Ich frage Sie trotzdem, Mr. Seymour. Wie läuft das Geschäft? 25 Jahre lief alles glatt. War der Roxham oben, waren die Aktien auch oben. Und wenn er unten war, waren es die Aktien ebenfalls. So einfach war das Ganze. Und jetzt ist alles so schwierig. Jetzt gibt es Minis und Maxis, mal überm Knie, mal unterm Knie. Wer kann da in der mischungenen Branche was voraussagen? Na schön, dann kam das Feuer und löste alle ihre Probleme. Na schön, begann es, diese Gauner von der Versicherungsgesellschaft. Zahlen nicht einen einzigen Cent ohne die Erklärung, dass ich es nicht getan habe. Und ich sitze hier mit zwei Damen, die mich ins Kreuzverhör nehmen. Schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, Sie sehen das falsch, Sir. Meine Kollegin will, dass Sie das Geld kriegen. Ach, Sie glauben wirklich, Geld macht das wieder gut? Glauben Sie etwa im Ernst, Geld ersetzt mir die Arbeit von 43 Jahren? Mr. Seymour, die Feuerwehr sagt, die Brandstiftung war eindeutig. Was habe ich für einen Anlass, so etwas zu tun? Ich hatte gerade eine fantastische Kollektion. Und wenn Sie es nicht waren, wer war es dann? Keine Ahnung. Verzeihen Sie, Mr. Seymour, Sie sind anscheinend ein netter Mensch. Aber Sie sind ein furchtbarer Lügner. Ich bitte ebenfalls um Verzeihung, kleine Lady. Aber ich bin ein fantastischer Lügner. Schließlich bin ich seit 43 Jahren in dieser verlogenen Branche. Also schön, Mr. Seymour. Sie haben nicht gelogen, Sie wissen nicht, wer es war. Aber Sie haben jemanden im Verdacht. Habe ich recht? Wen wollen Sie decken, Mr. Seymour? Wissen Sie was? Ich habe bereits Urenkel. Jawohl, zwei. Und 8 Enkelkinder. Alle von 3 Töchtern und einer Frau. Sie fragen, wen ich decke? So eine Firma kann man wieder aufbauen. Eine Familie. Nehmen wir an, ich nenne den Namen. Ich schwöre Ihnen, dann ist alles aus. Ich unterschreibe nichts. Ich mache keine Zeugenaussagen. Glauben Sie mir.
Ich hielt als armer Mann in dieser Welt Einzug. Und ich kann auch ganz genauso wieder gehen. Er hat uns mitgeteilt, dass diese Firma Ashland Trucking versucht, das Speditionsgeschäft für das gesamte Konfektionsviertel zu übernehmen. Niemand will die volle Wahrheit sagen, aber nach 3 Bränden kommt man auf Ideen. Es könnte immerhin was dran sein, Sir. Nelson Ashland ist noch nicht mal ein Jahr im Geschäft. Und er hat eine ganze Menge Firmen geschluckt und keine will erzählen, wie. Das klingt ja nach Mafia. Wir haben bei den Kollegen angefragt. Sie haben es durch den Computer gejagt. Negativ. Also, was haben Sie? Einen Mann, der nicht ganz astrein aussieht? Und dann hat Ihnen dieser Seymour was erzählt. Weiß der Mann nicht ein bisschen mehr? Nein, nur diesen Namen. Mehr weiß er nicht. Außerdem ist er ein alter Mann. Er will sich zurückziehen und mit seinen Urenkeln spielen. Aha. Und was wollen Sie von mir? Die Überwachung von Nelson Ashland. Rund um die Uhr. Also, ich bitte Sie, Cagney, das sind 6 Detectives. Und das auf die Aussage eines alten Herrn hin, der vielleicht nur seine eigene Tat verschleiern will? Ich glaube ihm. Ja, ich auch, Sir. Na gut, ich werde es mir überlegen. Inzwischen darf ich Sie vielleicht daran erinnern, dass Sie beide die glänzenden Schlusslichter sind, was Akten und Berichte dieses Reviers betrifft. Noch eine Dreiviertelstunde bis Schichtwechsel. Na, wie wär's? Gut, Sir. Schön. Und? Nun, ja, ich rede mit Nehmen wegen dieser Überwachung. Vielen Dank, Lieutenant. Das Sergeant-Examen. Coleman, wenn es ums Wetten geht, dann machst du vor nichts halt. Ne? Was willst du, Lagarde? Ist doch eine klare Sache. Es steht 2-3 für Petrie. Er ist der absolute Favorit. Was ist mit Cagney und Lacey? Die notiere ich beide mit 4-1. Das gibt's nicht, dass 2 Frauen aus demselben Revier den Sergeant schaffen. Ich denke mir, dass das eine das andere ausschließt. Verstehst du? Und was ist mit mir? 7-1. 7-1? Soll das ein Witz sein? Es reicht nicht, wenn man bloß gut aussieht, ist Becky. Muss wohl, nachdem du es geschafft hast. Na, dann zeig's uns doch, ist Becky. Zeig's uns doch. Mach nicht so große Sprüche, setz lieber. Aber doch nicht zu diesem lächerlichen Kurs. Ist ja eine Beleidigung. Ich habe sicher die gleiche Chance wie Cagney und Lacey. Victor. Jetzt mal konkret. Willst du damit sagen, wenn ich dir 4-1 gebe, wettest du? Vorsichtig, Victor. Keine Angst, Lagardia. 4-1. Im Ausgleich zu 7-1, ja? Also, Becky, du kannst einen überreden. Vielleicht hast du recht. Was fährst ist fair. Ja. Wie viel willst du setzen? $10? Schreib 50 hin. Deshalb stand er auf 7-1. Oh, Entschuldigung. Hallo, Christine. Wo ist Mary Bess? Harvey, was willst du denn hier? Ich kann jetzt nicht darüber reden. Wo ist Mary Bess? Drüben, bei der Aktenablage. Hallo, schöne Frau. Was will Harvey denn hier? Weiß nicht, aber er hat einen Anzug an und Anzüge trägt er nur zur Beerdigung. Wir geben den Kuss. War wohl kein sehr naher Verwandter. Ernie. Tja. Seit 6 Jahren macht er sich über mich lustig, weil ich als Architekt auch mal endlich an das ganz große Geld ran will. Ja. Und nie hat er mich ernst genommen, weil er dachte, ich kann es nicht. Verstehst du? Aber heute habe ich schon einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe mich also bewiesen. Wir haben uns unterhalten und heute setzt er das Schriftliche auf. Montag fange ich an. Oh, Harvey, das ist wundervoll. Wundervoll. Harvey? Ja? Wie kommt es, dass du dich da auskennst? Ich bin doch Geschäftsmann und Vermögensberatung ist ein Geschäft. Immerhin ist Ernie auch nicht gerade Albert Einstein, das weißt du doch. Und wenn er mit der Sache eine Menge Geld machen kann, dann werde ich das doch wohl auch können. Aber natürlich. Hallo, Gino, wie geht's? Tag, Mr. Lacey. Wie geht's dem Papa? Sehr gut. Gut. Geht ihm wohl. Harvey, hast du nicht gesehen, wie viel der Sekt kostet? Darauf kommt es heute Abend nicht an, Schatz. Überhaupt nicht. Mary Bess, ich werde dir was sagen. Was denn? Wünsch dir etwas. Ich soll mir etwas wünschen? Etwas, was du schon immer haben wolltest und wir uns nie leisten konnten. Harvey, ich brauche nichts. Aber ich möchte dir etwas schenken. Oh, Schatz. Ich mein's ernst. Sag mir, womit ich dir eine Freude machen kann. Ein richtig schönes Geschenk. Na los, du hast doch was. Sag's schon. Ich wünsche mir einen neuen Kühlschrank. Oh, Harvey, nein, wir brauchen einen neuen Kühlschrank. Es geht nicht um das, was wir brauchen. Es geht um etwas, was du dir wünschst. Okay. Vielleicht. Nein, das ist zu viel. Na, was denn? Sag's doch. Was ist zu viel? Ein Verlobungsring. Es war mir eigentlich egal, Harvey, das weißt du. Immerhin ist mein Trauring ganz wundervoll, aber sowas habe ich mir immer gewünscht.
Ein Verlobungsring. Einen ganz kleinen. Auf die bezauberndste Braut der Welt. Du solltest mal sehen, wie groß das Büro ist, das er kriegt. Naja, so groß ist es nicht, aber der Schreibtisch ist so groß wie ein Polizeiwagen. Das hört sich ja alles sensationell an. Und, feiert ihr dieses Wochenende? Das weiß ich noch nicht. Muriel nimmt am Samstag die Kinder und wir werden wahrscheinlich das Übliche machen. Aha. Yes. Was denn? Das alte Ehepaar schon so lange keinen Samstag mehr für sich gehabt. Nicht, was du meinst, Christine. Naja, vielleicht machen wir das auch. Aber ich glaube eher, wir fahren irgendwo hin. Das ist doch auch nett. Und wohin fahrt ihr? Nirgendwo hin. Wir fahren einfach los. Harvey fährt gern Auto. Manchmal halten wir auch an und gucken uns ein Haus an. Und ihr habt gar kein Ziel oder so? Wieso? Setzt du dich nicht manchmal ins Auto und fährst los? Nein, das finde ich langweilig. Ist ja wie ein Schaufensterbummel. Jetzt hör aber auf. Ich weiß doch, dass du sowas machst. Naja, wenn ich unbedingt die Zeit totschlagen muss. Normalerweise weiß ich, was ich will. Dann ziehe ich los und versuche, das zu finden. Also, wir fahren los und schauen uns Häuser an und stellen uns vor, wir würden darin wohnen. Verstehst du? Oh Gott, ist das nicht sehr frustrierend? Guckst du dir nie ein Kleid an und stellst dir vor, wie du darin aussiehst? Natürlich mache ich das. Und wenn es mir gefällt, dann kaufe ich es. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Christine. Was denn? Geduld? Ich meine Geld. Oh, sehr komisch, Mary Beth. Das ist ein Witz. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Wir haben noch zwei Zeugen und müssen bis drei wieder zurück sein. Es war kein Witz. Also Überwachung rund um die Uhr ab Montagmorgen. Cagney und Lacey haben den Fall aufgetan, also übernehmen Sie auch die Leitung. Sie erstatten den Damen Bericht, dann erstatten die beiden Damen mir Bericht. Ich möchte von euch alles wissen. Alles, was Nelson Ashland tut und mit wem der feine Herr sich trifft. Telefonanzapfen? Für einen Gerichtsbeschluss reicht es noch nicht. Und was kriegen wir für Fahrzeuge? Ganz normale Streifenwagen ohne Aufschrift. Lieutenant, wir sollen einen Mann überwachen, der eventuell gewalttätig ist und das in ganz normalen Autos? Da haben Sie das richtige Wort verwendet, Cagney, eventuell. Für ein eventuell konnte ich nun wirklich von Nehmen nicht mehr kriegen. Bringen Sie mir statt eventuell ein wahrscheinlich oder ein sehr wahrscheinlich und schon kann ich Ihnen besorgen, was Sie wollen. Und bis dahin kriegen Sie Streifenwagen, das ist alles. Noch Fragen? Wie viel Zeit haben wir? Wenn Sie nach einer Woche nichts bringen, werde ich mir einen strafenden Blick einhandeln. Wer macht welche Schicht? Die Einteilung übernehmen Cagney und Lacey. Können wir die Nachtschicht machen? Mal wieder Ärger mit der Frau, Marty. Also, nun macht euch mal erstmal an die Arbeit. Und damit, wie Sie sehen können, wären wir im Esszimmer angelangt. Harvey, ein richtiges Esszimmer. Kerzen auf dem Tisch und ich teile aus der Terrine die Suppe aus. Das wäre schön. Ja, schön. Eine sehr solide Bauweise. Mhm. Tja, vielen Dank. Es ist wirklich hübsch, Mrs. Harkinson. Und ich könnte endlich meine eigene Werkstatt haben. Es ist erst seit einer Woche auf dem Markt. Glauben Sie mir, es wird nicht lange leer stehen. Das glaube ich Ihnen gerne, das ist klar. Wie sind die Zahlungsbedingungen? Oh, nun ja, das finden Sie alles hier ausgewiesen, Sir. Die erste Hypothek ist übertragbar. Und bei einer Anzahlung von 20% ist die zweite dann absolut tragbar. Und wie hoch sind dann die monatlichen Belastungen? Das hängt vom Zinssatz der zweiten Hypothek und vom DiSaggio ab. Das bedeutet, es liegt irgendwo zwischen dieser Zahl und dieser hier. Haben Sie vielen Dank. Wart doch mal, Mary Beth. Kann ich mal kurz mit meiner Frau sprechen? Oh, aber gern. Harvey, ich weiß, was du sagen willst. Gefällt dir das Haus? Nein, es ist scheußlich, es ist wunderbar, es ist toll. Mir gefällt es auch sehr sogar. Harvey, wir können es uns nicht leisten. Natürlich wird es nicht leicht, Mary Beth, aber mit dem neuen Job und der Steuerersparnis glaube ich, dass wir es hinkriegen. Ganz im Ernst? Ja. Du glaubst das wirklich? Willst du, dass ich es kaufe? Na, sag schon. Dieses Haus? Ja. Du meinst also dieses Haus? Oh Gott. Ich will aber nicht umziehen. Nee, gar nicht, ist dein Frühstück zu Ende. Wer weiß, ob ich auf der anderen Schule auch ins Basketballteam aufgenommen werde. Keiner sagt, dass wir jetzt schon umziehen. Hier wohnen alle meine Freunde. Er meint Julie Knight. Sag das nochmal und ich mach dich fertig. Sag mal, wie redest du denn da? Du holst mir nach der Schule 1,5 Pfund Suppenfleisch fürs Abendessen, Harvey Junior. Ich hab doch heute Training. Wieso muss Mike nie einkaufen gehen? Weil ich noch zu klein bin. Der geht, darf aussuchen, was es als Nachtisch gibt. Na, Jungs. Na, Süße. Oh, Schatz. Na, seht euch das an. Du siehst ja
Mir fehlen die Worte. Sehe ich gut aus? Ja. Dafür, dass er von der Stange ist? Ja. Hm? Ich finde, du siehst sehr komisch aus. Findest du? Na, gewöhn dich lieber dran. So sieht man aus, wenn man Erfolg hat. Stattlich. Stattlich? Das ist das Wort. So. Du bist ein stattlicher Mann. Du siehst gut aus, Liebster. Ich muss los. Ja, ich werde dir die Daumen drücken. Schatz, du hast es vergessen. Liebes, was ist das? Gar nichts. Ich hab dein Mittagessen. Spesenkonto, Mary Beth. Spesenkonto. Mach's gut. Du auch. Also, Jungs, bis heute Abend. Also, wer geht einkaufen? Habt ihr euch entschieden? Ich gehe. So? Bist du heute Nacht gewachsen? Ich habe das Gefühl, dieser Ashlyn fährt nie zur Arbeit. Tja, wer weiß, Chris. Ich habe nur ein paar schöne Sandwiches, Vollkornbrot mit Salami, falls du Interesse hast. Oh, danke. Mary Beth, das mit dem Haus klingt ja wundervoll. Es ist sehr schön. Hinten ist noch so ein hübsches Zimmer. Da würde Harvey mir einen Wintergarten draus machen. Ich könnte mir die schönsten Pflanzen ziehen. Es ist natürlich nicht so wie dieses Haus von Ashlyn, aber für uns vier reicht es. Na, stell dir vor, ihr hättet tatsächlich so einen Riesenkasten. Dann müsstest du doch den ganzen Tag Fenster putzen. Sieh mal, das da ist ein sehr schöner Rasen, den mäht Ashlyn jedes Wochenende, ganz bestimmt. Machst du dich über mich lustig? Nein. Du machst dich über mich lustig, weil ich ein Haus haben will. Gut, für dich mag das aber keine große Sache sein, ich mach mich nicht lustig über euer Haus. Ich will dir nur sagen, dass Besitz auch Nachteile mit sich bringt. Es gibt Grundsteuern, Instandhaltungskosten. Jedenfalls hast du leicht reden. Deine Wohnung gehört ja dir. Ganz genau. Du kennst es gar nicht anders. So war das doch immer. Nein, das stimmt nicht. Als ich aufs College ging, hatte ich noch nichts und als ich bei Charlie wohnte, aber hatte da ich hast noch du schon nichts. Mit deinem Treuhandvermögen rechnen können. Tut mir leid, Christine. Sei nicht böse, aber du weißt nicht, wovon du da redest. Im Gegenteil, Mary Beth. Ich weiß, wovon ich spreche. Deshalb versuche ich ja auch dir zu raten. Es soll ich dir mal was sagen? Weißt du, was in diesem Land läuft? Man macht dir vom ersten Tag an gewisse Versprechungen. Keiner spricht sie aus, aber wenn du klein bist, verspricht man dir, dass du erwachsen wirst, einen fantastischen Mann kriegst und fantastische Kinder und irgendwann ein fantastisches Haus haben wirst. Ein Haus, das dir gehört. Wie gesagt, keiner spricht es wirklich aus, aber ich fühle mich mein Leben lang betrogen, weil ich kein Haus habe. Aber das ist sehr dumm, Mary Beth. Ich hatte nie im Leben einen Mann. Ich hatte nie im Leben Kinder. Und ich fühle mich nicht weil betrogen. Du es so ich wolltest. Finde mein Leben du schön. Du wolltest es nicht anders, das ist der Unterschied. Sieh mal ein Haus, ich meine, etwas zu besitzen. Weißt du, Harvey und ich, wir haben da alle beide denselben Wunsch. Und endlich haben wir nun eins. Ach, ich weiß nicht. Der amerikanische Traum, hm? Für mich ist das wichtig. Es freut mich für dich, Mary Beth. Es freut mich wirklich, glaub mir. Du hast mich überzeugt, ihr werdet ein sehr schönes Haus haben. Wenn wir es kriegen. Wir müssen immerhin noch den Preis etwas drücken und wir müssen die zweite... Christine. Entschuldigung, Ladies, würden Sie so freundlich sein und mal aussteigen? Officer, wir sind die Detectives Cagney und Lacey, 14. Revier in New York City. Ich greife jetzt in meine Tasche und hole meinen Ausweis raus. Meine Partnerin wird aus dem Wagen aussteigen. Und ich werde meinen Ausweis auf den Sitz da legen. Sind Sie einverstanden? Bitte bedienen Sie sich. Wir sind abgestellt, dieses Haus da zu überwachen. Mr. Ashland? Kennen Sie ihn? Er hat uns angerufen, weil er glaubt, Sie wollen das Haus ausspionieren. Und vielleicht einen Einbruch planen. Guten Morgen, Mr. Ashland. Ich danke Ihnen, Officers. Papas, ich habe dir zu reden. Wir müssen uns von zwei Streifenbeamten auslachen lassen, als ob wir ein paar Idioten wären. Wir müssen Lieferwagen haben oder sonst irgendwas. Nee, ich habe es Ihnen schon gesagt. Ich kann von Neilman nichts verlangen, nur aufgrund einer unmotivierten Ahnung. Also machen Sie aus der Ahnung einen Verdacht. Sie haben ja noch ein paar Tage. Kommen Sie, ich muss Ihnen was Wichtiges zeigen. Nochmal zu Mr. Seymour? Vielleicht hat er seine Meinung geändert. Natürlich. Aber du redest, du hast das hübsche Pony. Ich dachte mir, ich nenne es die amerikanische Golfspielerin. Eines Morgens wurde ich wach und hatte die ganze Kollektion vor Augen. Ist doch mal was anderes, hm? Mr. Seymour, Sie haben doch gesagt, Sie setzen sich zur Ruhe. Oh, werde ich Ihnen erzählen. Harvey Hölscher rief an, sagt, er verhökert seinen Laden und zieht für immer nach Miami Beach. Wenn ich mich blitzschnell entscheide, macht er mir einen günstigen Vertrag. Und schon bin ich wieder im Geschäft, wie der sprichwörtliche Phönix. Ja, Ihre Frau hat es uns erzählt. Mr. Seymour, Sie haben doch noch gar nicht das Geld von der Versicherung. Keine Bange. Das kriege ich schon. Ich habe noch ein bisschen was auf der Bank. Also steige ich wieder ein ins Spiel.
Zwei von den allergrößten Ladenketten haben bereits bei mir geordert. So schnell können Sie arbeiten? Na, das ist doch das Feine an der Modebranche. Ein paar tausend Dollar, ein paar Entwürfe und der gute Name, schon läuft alles. Die Stoffe gehen zum Zuschneiden, die zugeschnittenen Stoffe gehen in meine Vertragsschneiderei. Von da bekomme ich die fertigen Kleider, dann kommt die Spedition und holt sie ab. Das ist alles nur ein einziger Handschlag. Ein wundervolles Land, dieses Amerika. So einfach ist das, ja? Im nächsten Monat nehme ich dann vielleicht eine zweite und dritte Hypothek auf mein Haus auf. Was würden Sie tun? Wenn man etwas haben will, muss man auch etwas für tun. Denn eins steht fest, schenken wird es einem niemand. Mr. Seymour, was mich noch interessiert, werden Sie diesmal Ashland Trucking beauftragen? Nun, was weiß man. Ich werde sie mir alle anschauen. Das ist eine hübsche Jacke. Vielen Dank. Wie viel haben Sie dafür bezahlt, junge Frau? Mr. Seymour, wir brauchen Ihre Hilfe. Und wenn Sie, Sie werden entschuldigen, ja? Sie brauchen was, was ein bisschen eleganter ist. Ein schönes Kamelhaar vielleicht. Mr. Seymour, so wie wir das einschätzen, haben Sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie geben nach und den Speditionsauftrag kriegen diese, wie nennen Sie sie, Gunniffs, diese Ganoven, was ich mir bei Ihnen nur schwer vorstellen kann. Sie als Sohn eines Mannes, der sein Leben lang als Schneider gearbeitet hat, auch dann noch, als sein Sohn ihn gut hätte unterstützen können. Das hat Ihre Frau uns alles erzählt. Oder aber Sie treten wieder den Kampf gegen Nelson Ashland an. Und riskieren dabei wieder einen neuen Brand. Oder sogar Schlimmeres. Also, Mr. Seymour. Ach, gib du's hin. Bitte, Sir. Ein sehr bemerkenswerter Mann. 71 Jahre alt. 71? Ja, und er ist aufgeregt wie ein Kind, weil er wieder von vorne anfängt. Jedenfalls ist er jetzt ein gesetzlich geschützter Informant und wir kriegen vom Lieutenant alles, was wir wollen. Zwei Beschattungsteams, 12 Detectives, Lieferwagen, jede Menge angezapfte Telefone. Chris hat auch hier Fett weg. Das gehört zu meiner Abmachung mit Mr. Seymour. Ich habe versprochen, dass wir persönlich sein Haus bewachen. Das bedeutet, Petru leitet jetzt das Team, das Nelson Ashland beschattet. Ich bin ganz froh, sie ist so rechthaberisch. Hörst du mir eigentlich zu? Natürlich. Das ist eine tolle Story, mein Schatz. Warum sitzt du da und grinst wie einer, der alles weiß? Ich weiß gar nichts, oh nein. Aber weißt du, dass du heute mit einem sehr reichen Mann zu Abend gegessen hast? Was? Ja. Ich habe heute mein erstes Geschäft abgeschlossen. Ja. Oh, Harvey. Wie viel Provision es genau dafür gibt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine aber nette Summe. Aber du hast doch gesagt, es dauert eine Weile. Ernie sagt auch, er kann es nicht fassen. Dabei ist alles so einfach. Ich habe nur ein paar Schlagwörter gelernt und peng, sitzen diese Leute da und hören mir zu, als wäre ich der große Magier. Ein reicher Mann. Das bin ich. Weißt du eigentlich, dass ich auf Magier stehe? Aber das Beste kommt noch. Ein gewisser Mr. Foster steht ganz kurz davor, einen noch größeren Vertrag zu unterschreiben. Oh. Weißt du, was ich denke? Was denkst du denn? Ich denke, das verlangt nach einer angemessenen Feier. Wie wär's im Schlafzimmer drüben? Das würde ich ja schrecklich gern, Mary Bess, aber ich habe noch so viel zu arbeiten. Oh. Tja. Na gut. Wie lange dauert das denn? Naja, wenn ich fertig bin, dann bin ich fertig. Geh doch schon vor und ich komme dann später zu dir. Okay? Vielleicht bin ich dann schon eingeschlafen. Dann bin ich leise, damit ich dich nicht wecke. Harvey, wenn du mich wecken willst, weck mich. Das ist schon okay. Gute Nacht. Hast du ihn drauf? Ja. Ohne angezapfte Telefone wissen wir nicht mal, wen wir fotografieren. So was Dämliches, jeden fotografieren, der in Seymours Haus geht. Wir brauchen Beweismaterial, das hat der Lieutenant doch gesagt. Dann muss Neilman uns alles andere erlauben. Willst du Kaffee? Bloß nicht, ich könnte ja wach werden. Harvey hat gestern sein erstes Geschäft durchgezogen. Er hat einen neuen Anzug, taubenblau mit Weste. Was hast du? Gar nichts, ist doch toll. Ein Dreiteiler auf deinem Harvey, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wieso nicht? Ja, ich weiß nicht. Das passt nicht, weißt du, das passt nicht zu ihm. Der alte Harvey. Also ich kann ihm in so einem Anzug nicht vorstellen. Ich weiß auch genau, wieso. Du hast ein Vorurteil gegen Männer, die mit ihren Händen arbeiten. Hör bitte auf, Mary Beth, das ist doch lächerlich. So? Bist du je mit einem ausgegangen? Hast du dich in den letzten 10 Jahren einmal mit einem Mann getroffen, der nicht Akademiker war? Das weiß ich nicht mehr. Aha. Aber ich weiß es. Deshalb habe ich doch keine Vorurteile. Oh. Ich will ja kein Werturteil treffen, Christine. Ich will nur eine Beobachtung verdeutlichen. Das ist alles. Ach so. Na gut. Habt ihr den Preis für euer Haus runtergekriegt?
Mary Beth! Sind Sie einverstanden? Ich bin nicht abergläubisch bei sowas, Christine. Wir haben noch 60 Tage Zeit und ich kann keine Nacht schlafen, weil ich immer rechne. Das ist doch fantastisch. Nein, es ist also jetzt entschieden und es kann noch schief gehen und ich will nicht mehr darüber reden, okay? Okay. Ich glaube, so aufgeregt war ich seit Michaels Geburt nicht mehr. Was machst du da? Ich mache ein Foto von meiner Freundin. Das entwickeln die aber doch im Polizeilabor. Wenn die keinen Spaß verstehen, können sie was erleben. Also jetzt hör auf. Ich kann nichts Faules dabei finden. Sie vielleicht? Bei allem Respekt, Sir, aber würden Sie was Verdächtiges unternehmen, wenn Sie wüssten, Sie stehen unter Beobachtung? Und andererseits hat es aber auch all die Zeit im Konfektionsviertel keine Brandstiftung mehr gegeben. Schön, aber wie soll das nur weitergehen, Cagney? Die Straßenkriminalität hört nicht auf, nur weil wir einen schwierigen Fall haben. Und durch diese Tür da spazieren stündlich neue Fälle. Eine Situation finde ich sehr merkwürdig, Lieutenant. Das da war am Montag, 1 Uhr mittags im Barney Millers Restaurant. Es war ein sehr großes Geschäftsessen mit 3 Martinis vorweg. Ashland hat auch ziemlich reingehauen, inklusive Riesennachspeise und Kaffee. Er geht um 3:15 da weg und dann, nur 20 Minuten später, betritt er schon wieder ein Restaurant. Hier, bitte, hier sitzt er in diesem kleinen Coffeeshop, 16. Ecke 7. Liest die Nachmittagszeitung und trinkt noch eine Tasse Kaffee. Hat er mit jemandem gesprochen? Der nächste Gast saß 2 Stühle weiter weg. Er ist 10 Minuten geblieben und dann wieder ins Büro gegangen. Das war der einzige ungewöhnliche Vorgang in der ganzen Woche. Noch jemand was? Okay, LaGuardia und Pappas, bis morgen früh möchte ich die Abschlussberichte auf meinem Schreibtisch haben. Lieutenant, Sie dürfen diese Ermittlung nicht einstellen. Ein Zigarrenstand ist wegen $80 überfallen worden, klar? Der Mann hat dasselbe Recht darauf, dass ein Detective in seinem Fall ermittelt, wie die Leute im Konfektionsviertel. Darüber hinaus ist er sogar zur Zusammenarbeit bereit. Nelson Ashland ist nicht in Ordnung und alles, was Aaron Samer sagt, ist wahr. Ja, das glauben Sie und ich glaube es auch. Aber wir haben nicht mal den allerwinzigsten Beweis, Cagney. Entschuldigen Sie, Bert, vielleicht haben wir doch etwas. Hier das Foto aus dem Coffeeshop. Sehen Sie sich diesen Kerl mal an. Ich weiß genau, dass ich ihn von irgendwoher kenne. Coleman kommt auch bekannt vor. Erinnern Sie sich noch an die Sonderaktion gegen das organisierte Verbrechen vor ein paar Jahren? Er hat eine Strafakte so lang wie ein Arm. Brandstiftung eingeschlossen. Ich komme aber leider nicht auf seinen Namen. Fenton, oder? Nein, Faraday oder sowas. Nein, er heißt Fennedy. Fennedy, Frank, genau, das ist Fennedy. Ich wette 10-1, dass Ashland eine Information für Fennedy in dieser Zeitung da hatte. Na, eigentlich ist das mal so kurz rhetorisch. Na, geben Sie mir Inspektor Nehmen. Ein Glück. Lieutenant Samuels. Wer ist denn da? Ein kleiner Kerl in einem karierten Sportmantel. Ich glaube, der geht zu dem Schneider in der ersten Etage. Und wie geht's dir? Also, ich kann dieses Gedudel bald wirklich nicht mehr aushalten, George. Hey, George! Muss dieser Krach denn wirklich sein? Ist ja furchtbar. Wenn ich das Abhörgerät ausschalte, können Sie doch nicht mehr hören, was da oben vor sich geht. Das liebe ich. 71 Jahre alt und steht auf Country- und Westernmusik. Mm. Hey, hey, warte, Victor. Wo bist du hin? Ah, essen. Hör mal, es ist gleich 5. Ich will ja gar nicht essen. Moment. Na gut, Bong Bong hat eine Stunde frei. Um 6:30 übernehmen wir die Überwachung von Fennedy. Na und? Glaubst du vielleicht, das schaffe ich nicht? Ich bin rechtzeitig wieder da. Geht dir die Musik auf den Geist? Nein, aber das hier. Hier, Anzeigen krimineller Delikte mit formeller Vernehmung hierzu durch eidesstattliche Aussage dazu. Ich bitte dich, wer soll denn das Zeug verstehen? Ja, du verstehst das ganz sicher. Und Coleman, denkst du, der versteht das auch? Vielleicht war das Sergeant-Examen leichter, als Coleman dran war. Ja, sicher. Kann ich etwas für Sie tun? Ich suche Mr. Aaron Samer. Ich bin Samer. Worum geht es denn bitte? Mr. Samer, ich vertrete die Ashland-Spedition. So, jetzt geht's los. Ich würde mich gerne darüber unterhalten, wie Sie die Kollektion, mit der Sie jetzt rauskommen wollen, befördern wollen. Es geht mir doch aber nur um eines, Mr. Samer. Geben Sie nach oder nicht? Ach, was ich Sie immer schon mal fragen wollte, Ladies. Ist Ihnen mal aufgefallen, wie schluderig die meisten Damenkostüme verarbeitet sind? Wie und bitte? Dann sehen Sie sich mal die Herrenanzüge an. Hier eine kleine Naht mit der Hand und da ein zusätzlicher kleiner Stich. Das ist Qualität. Und nun nehmen wir mal an, Sie hätten gern ein klassisches, zeitloses, immer elegantes Damenkostüm mit genau denselben Finessen.
Das würden sie lieben. Das würden sie immer wieder gern tragen. Und dafür würden sie lieben gern $150 zahlen. Mr. Verstehen Samer, Sie? Ob Sie jetzt mal die Frage und meiner Kollegin beantworten? Das ist die amerikanische Golfspielerin. Das wird der Verkaufsschlager Nummer 1. Das spüre ich in meinen Kischkas. In Ihren was? Kischkas. Na, hier drin. Und jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Sie beide waren so überaus freundlich zu mir. Jede von Ihnen kriegt von mir ein Kostümchen für all Ihre Schwierigkeiten. Das können wir nicht machen. Wieso? Ach, Sie glauben, es ist Bestechung. Ist aber keine Bestechung. Ich mag Sie beide. Wir mögen Sie auch, Mr. Samer, und wir sind Ihnen sehr dankbar. Aber wir tun doch wirklich nur unsere Pflicht. Ich will, dass Sie ein bisschen glücklich sind. Ich will einfach, dass alle Menschen glücklich sind. Auch Nelson Ashland? Meine alte Mutter, sie möge in Frieden ruhen, erzählte immer folgende Geschichte. Vor langer Zeit in der alten Heimat kamen oft die Kosaken durch die Stadt. Sie tobten durch mit wildem Geschrei und schlugen die Menschen. Da dachte mein Onkel Avrom eines Tages, man sollte vielleicht ein kleines Geschäft mit ihnen machen. Sogar Kosaken verstehen etwas von Geschäften. Und so gab er jedem von ihnen ein Hühnchen. Sie wollen aber hoffentlich kein Schutzgeld bezahlen an den König der Kosaken. Na, was soll es kosten, ein Hühnchen? 10-15% zusätzlich auf der Frachtkosten. Diese Kollektion wird einschlagen wie ein Donner. Was mache ich? Ich nehme kleinere Gewinnspanne und vermeide dadurch eine ganze Menge Zores. Mr. Samer... Ich werde es mir noch einmal überlegen. Ich werde nachdenken. Aber sagen Sie doch, kleine Ladies, wäre es denn wirklich so furchtbar? Ist denn das zu fassen? Wir machen uns fast verrückt und er steht da und gibt klein bei. Er gibt nicht nach, niemals. Ich bitte dich, du hast doch gehört, was er gesagt hat. Hast du denn seine Frau dabei nicht angesehen? Was hat sie denn damit zu tun? Sie wird ihn keine Minute mehr in Frieden lassen. Na, bin ich Ihnen im Weg? Wo will George uns denn abholen? 36. Straße. Dann brauchen wir wenigstens keinen Parkplatz. Wo ist Papas? Hallo, Marcus. Hinten im Wagen. Na, wie sieht's aus? Eintönig. Fennedy geht anscheinend nie aus dem Zimmer. Wo ist es, Becky? Bye, Bonbon. So leid mir's tut, Marty, aber du musst bleiben, bis er wiederkommt. Kriegt Victor von Bonbon wieder sein Spezialdessert. Das weiß ich. Aber er wird mir alles wieder genauestens berichten. Mit allen Schattierungen. Ist da jemand reingegangen, der mich interessiert? Mr. Fennedy ist alles andere als ein lebhafter Schmetterling, wie ich gesagt habe. Langweilig. Dann können wir uns ja nicht beschweren. Ich kann's beschwören, er ist nicht aus der Vordertür rausgekommen. Es gab doch nur einen Ausgang. Guten Morgen. Hallo Männer, was gibt's Neues? Fennedy ist entflogen, vor Patrice und die Speckys auch. Ist nicht dein Ernst? Ist er nicht, aber Coleman treibt die Wetten gegen uns hoch. Das ist gemein. Jetzt reicht es aber, Victor, ja? Na gut, er ist durchgekommen. Aber es gibt doch Schlimmeres. Ja. Gestern Nacht hat's im Konfektionsviertel wieder gebrannt. Ein Nachtwächter ist ziemlich schwer verletzt worden. Ich gratuliere die Damen. Ihr seid jetzt die Favoriten bei der Sergeant-Wette. Was soll denn das? Ich bin doch nicht der Brandstifter. Ich habe nur die Quoten festgelegt. 6. Ja, wir beschatten die Werkstatt von Zema und nehmen im Moment auch die Überwachung von Fennedy wieder auf. Ja, gestern haben wir den Kontakt verloren. Im ganzen Konfektionsviertel. Ja, ich verstehe. Aber, Sir... Vor 2 Wochen wollten Sie mir die Überwachung noch nicht mal gestatten und... Ja, Inspektor. Vielen Dank. Na, das ist doch typisch. Zuerst tue ich alles, um Interesse für diesen Fall zu wecken und jetzt wollen Sie ihn selbst an sich reißen. Klar. Die Presse hat die Sache aufgegriffen und jetzt ist es plötzlich das größte Ding seit Kain und Abel. Wann will Zimmer die Sachen denn losschicken? Das kann jetzt jeden Tag sein. Nehmen, dann lässt uns noch bis Freitag Zeit.
Dann geht's an die Abteilung für Schwerverbrechen. Ja, Sir. Vielen Dank, Lieutenant. Vorsicht, langsamer! Ich habe mir die Bankunterlagen mal genau angesehen, weißt du? Vor allem die verschiedenen Zinssätze. Also, bei einem festen Zinssatz von 13% und einem variablen von 11,5% beträgt der Unterschied ca. $130 im Monat. Immer vorausgesetzt, dass wir die 20% Anzahlung leisten, was wir ja vorhaben. Aber der variable Zinssatz kann ansteigen auf 14,5%. Oh, entschuldige, das muss ja furchtbar langweilig sein. Nein. Nein, ganz im Gegenteil. Ich wollte gestern Abend mit Harvey drüber sprechen. Schließlich arbeitet er von früh bis spät mit Zahlen, aber er konnte die Augen nicht mehr offen halten. Ist doch langweilig, was? Ja. Mit Ihnen habe ich nicht geredet. Oh nein! Mrs. Hamer! Sam macht sich Sorgen, dass sie vielleicht verhungern können. Mrs. Sam. Hier, bitte nur ein paar Sandwiches. Mit Rindfleisch, sehr lecker. Ich habe auch das ganze Fett abgeschnitten. Das ist lieb von Ihnen, aber wissen Sie, das hier sollte eigentlich ein Geheimeinsatz sein. Ich weiß, ihr jungen Dinger mit eurer Diät. Jetzt müssen Sie aber wieder gehen. Ich habe von dem Nachtwächter gehört und seinen Verbrennungen. Sam weiß es auch. So, essen Sie und machen Sie es gut. Sie können wirklich noch ein paar Pfund vertragen. Das würde Ihnen gut stehen. Ja, Ma'am. Und vielen Dank. Was sagt ihr jetzt? Sie hat Sandwiches für uns gemacht. Das ist ja sehr lieb von ihr, weil vielleicht ist jetzt unsere Tarnung im Eimer. Was hätte ich denn machen sollen? Von Aaron Samer. Ich verfrachte die Kollektion morgen. Wenn er kommt, kommt er heute Nacht. Nie wieder Hühnchen für die Kosaken. Ist ja klasse. Habe ich's dir nicht gesagt? Kischkas, Mary Beth. Der Mann hat's in den Kischkas. Ist Becky? Ja. Gibt es was? Nein, gar nichts. Gar nichts, Bart. Hat sich nicht blicken lassen. Ist doch aber ganz sinnlos. Wenn Ashland ihn heute Nacht nicht rüberschickt, ist es zu spät. Wir sehen die Tür, wir können die Feuerleiter überwachen. Und sonst gibt es keinen Ausgang, also ist er noch im Haus. Ja, das hat es Becky auch gesagt. Du wirst mir doch nicht einschlafen, Chris. Nein. Sechs. Die Sonne geht bestimmt bald auf. Welches Apartment ist es? Fennedy! Mr. Fennedy, sind Sie da? Vielleicht ist er zu Miss Ma rübergegangen. Wer ist Miss Ma? Fennedy! Seine Bekannte, die wohnt auf der anderen Seite vom Haus. Auf der anderen Seite vom Haus? Gibt's da auch eine Feuerleiter? Ja, natürlich. Geben Sie das gleich durch, er ist vielleicht schon unterwegs. So, los, machen Sie die Tür auf. Na, los, machen Sie die Tür auf und dann wecken Sie die Freundin aber ein bisschen plötzlich. Hast du das gehört? Ich habe nichts gehört. Kennedy, stillstehen! Bein auseinander.
Also, Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Wenn sie auf dieses Recht verzichten kann, und wird alles, was Sie sagen, vor Gericht gehen. Christine! Die Hände hoch, Mr. Fennedy. Hoch! Ich will Ihre Hände sehen. Und da bleiben Sie jetzt. Na du? Na, Kleines. Kannst du wieder nicht schlafen? Es war ein schlimmer Tag, ja? Dieser Job. Ich weiß nicht. Ach komm, jeder hat mal einen schlimmen Tag, Schatz. Aber du brauchst deinen Schlaf, so geht das nicht weiter. Furchtbar, dieses Nichtstun, Mary Bess. Ewig sitze ich in Restaurants mit diesen reichen Kerlen und irgendwie... Ich weiß auch nicht über meinen Magen, ich kann nicht essen, ich kann nicht... Ich leiste nicht wirklich etwas. Verstehst du, was ich sagen will? Ich arbeite eigentlich gar nicht. Ach, Schatz, wegen eines schlechten Tages. Du kannst doch nicht erwarten, dass du jeden Tag großen Erfolg hast. Nein, du verstehst das nicht. Es lief heute sehr gut. Aber das reicht mir nicht. Wieso nicht? Weißt du, in alten Zeiten, als man die großen Kathedralen baute, haben die Arbeiter immer alle ihren Namen in den Stein gemeißelt. Sie haben sozusagen ihr Werk signiert. Als ich noch im Stahlhochbau gearbeitet habe, haben die Indianer das auch gemacht. Sie ritzten ihre Initialen in die Eisenträger. Und wenn ich heute irgendwo einen Umbau mache, dann schreibe ich meine Initialen auch irgendwo hin, wo man sie nicht sieht. Das ist kindisch. Natürlich, ich weiß. Aber daran denke ich, ich kann Michael kein Haus mehr zeigen und sagen, sieh mal, das hat dein Daddy gebaut, Junge. Mein Name steht dort. Du kannst deinen Namen nicht in eine Anlageberatung meißeln. Dann musst du aufgeben. Das bedeutet kein Haus. Das weiß ich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, Harvey, hör auf. Ich habe mir das mit dem Haus überlegt. Ich meine, ich fände im Moment die Zinsen sowieso zu hoch. Es ist vielleicht im Moment gar nicht so klug, so eine langfristige Hypothek abzuschließen. Irgendwann müssen die Zinsen mal wieder runtergehen. Ich weiß, wie viel das Haus dir bedeutet. Psst. Wir schaffen das schon. Es dauert nur etwas länger, das ist alles. Ich habe etwas für dich. Er ist wunderschön, Harvey. Aber das geht doch jetzt nicht. Oh doch, den können wir uns leisten. Wir brauchen aber wirklich einen neuen Kühlschrank. Wenn ich dir schon dein Haus wegnehme, kriegst du wenigstens deinen Ring. Harvey, wir werden ein Haus kriegen. Bitte glaub mir das. Nur ein bisschen später. Oh Mann, ist der schön. Wird ja auch allmählich Zeit, dass wir uns verloben. Gib mir deine Hand, mein Schatz. Passt genau. Ich finde ihn wundervoll. Ich habe mich schon an ihn gewöhnt. Weißt du was? Bring den Kram in die Küche und dann gehen wir ins Schlafzimmer. Und dann zeige ich dir, wie gut mir der Ring gefällt. Mm.
Mary Beth? Hör mal, wenn du willst, können wir doch im nächsten Sommer die Wohnung renovieren. Es wird höchste Zeit, dass wir neue Teppiche kriegen und neue Gardinen und die Wohnung mal so richtig auf Vordermann bringen. Sieh mal, ich mache so viel für andere Leute, da werde ich doch auch ein bisschen Energie für uns aufbringen können, oder? Ja, ja. Was meinst du dazu, mein Schatz? Wir schmeißen uns mal richtig ins Zeug, ja? Ja, gut.